In diesem Video zeige ich Ihnen, wie wir den Stoffwert für die Gas-Rohr-Netzberechnung verändern können. Sollten wir unser Netz geplant haben und schon eine Berechnung durchgeführt haben, können wir immer noch nachträglich in die Konfiguration und dort finden wir unter den Stoffwerten derzeit Erdgas L. Ich kann eine Stoffwerttabelle öffnen und dort zum Beispiel Erdgas H wählen. Ich bestätige mit OK, ein weiteres Mal OK und führe meine Berechnung erneut durch. Wir möchten das Netz neu erfassen, da wir den Stoffwert verändert haben. Nun haben wir mit dem anderen Stoffwert die Berechnung durchgeführt.